So, juhu, mein Lithium-Ionen-Ladegerät ist da. Ich habe halt mal ein stinknormales genommen. Mit 1 Ampere, was es bringt. Und dann machen wir jetzt einfach mal einen Vergleich von einem stinknormalen Lithium-Ionen-Ladegerät zu einem REMF-Charger dieser Version. Das ist ein 7-Volt-Netzteil. Und dann die Konfiguration hier dran. Und hier vorne ist diese kleine Platine, die dann bei 4,3 Volt den Akku abschaltet. Ne, genau sowas müsste eigentlich auch hier drin sein. Ich werde es später mal noch aufschrauben, mal schauen, was hier drin ist. Aber erstmal laden wir damit. So, und geladen werden zwei identische Akkus. Ich habe hier mal ein schönes Sammelsurium bekommen von Marcel. Ich glaube, Marcel war es gewesen. Ne? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und er hat da Laptop-Akkus auseinandergebaut und mir geschickt und die immer so zusammenhängen, die waren da im Laptop-Pack praktisch auch zusammen gewesen und die müssten ja theoretisch dann gleich sein. Ne? So, und da werde ich jetzt mal den einen ins normale Ladegerät packen und den anderen an den REMF-Charger. So sollte der REMF-Charger dann aussehen, wenn die Ladeabschaltung reingegangen ist. Und dann starten wir es mal. Okay. Und der läuft ja schon. Der müsste natürlich viel schneller voll sein, ne? Wenn er 2600 mAh hat, dann und jetzt leer gewesen ist. Müsste so ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden dauern, dass der hier voll ist. Und hier sind wir ungefähr mit 200 mA, 200 bis 300 mA unterwegs beim REMF-Charger. Was bringt er eigentlich? Ich glaube, 350 mA bringt das Netzteil an sich. Und dann ist er hier vorne so eingestellt, dass ungefähr 300 mA in den Akku reinhaut. So, bis gleich. Erwartungsgemäß war das normale Ladegerät eher fertig. Der REMF-Charger braucht noch etwas. Die weißen LEDs sind schon etwas da, aber noch nicht vollkommen. So, dann darf der jetzt praktisch den ersten Entladetest machen. Direkt aus dem Ladegerät zum Entladen. 4,13 Volt sagt er hier. Und bis 3 Volt entladen wir. So, mit originalem Ladegerät hat er 2600 mAh Akku, also 26C steht hier, 2666 mAh. Und der REMF-Charger ist jetzt auch fertig. So, hier muss der dann nämlich aussehen, wenn er durchgeschalten hat. Da sind die weißen LEDs dann richtig da. Und mal gucken, wie viel da jetzt drin ist. Magneten abmachen. Und los geht's. Der hat jedenfalls mehr Ladung in den oberen, in der oberen Spannung drin. Ne? Erst bei 4,19 Volt. Bei 4,3 Volt hat es angefangen. Was da scheint der REMF-Charger mehr in den Akku reinzuhauen. Obwohl ja hier auch eine Ladeabschaltung für Lithium-Akkus dran gewesen ist, die bei 4,3 Volt abschaltet. Ja, trotzdem scheint er mit REMF-Charger da hier mehr reinzukriegen als vergleichsweise. Okay, ich denke, das kann sich sehen lassen, oder? Der Vergleichsakku bei 3200 mAh. Das ist jetzt noch nicht mein Rekord. Mein Rekord liegt bei 3387 mAh bei so einem 26D Akku. Aber 3200 ist auch schon mal ganz ordentlich, weil das ist nicht bei jedem so. Bei dem hier habe ich zum Beispiel nur 2900 erreicht. Aber wenn die Akkus fit sind, dann geht es ganz schön gut. Okay, da wollen wir uns den REMF-Charger nochmal im Detail angucken, der dieses Wunder in Anführungszeichen vollbracht hat. Also hier ihr seht, das ist ein 7 Volt 350 mA Netzteil. Und verwendet worden ist ein TIP 41C als Transistor.
4001er Dioden, normale. Das ist ein 24 Ohm Vorwiderstand. Ja. Und das ist eine Wicklung mit, ich glaube, 0,40er und 0,30er Draht. Ja, oder lass es 0,30er und 0,20er sein. Nee, ich glaube, 0,30er und 0,20er Draht ist das hier. 0,20er und 0,30er. So ein paar 20 Windungen oder so. Und hier beim RMF Charger habe ich noch eine extra Diode in den Eingang reingemacht. Weil hier ist mir aufgefallen, hier ist ja diese kleine Ladeabschaltung dran. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind diese stinknormalen 1S Ladeabschaltungen, die bei 4,3 Volt abschalten. Und die ist jetzt hier vorne nämlich mit dran. Hier ist noch eine extra Sicherung. Ja, und dann wird der Akku halt bis 4,3 Volt richtig, richtig voll geladen mit dem RMF Charger. Und wenn die Diode hier vorne nicht dran wäre, diese extra Diode am Eingang, dann hat er hier bis 4,5, 4,6 Volt teilweise die Spannung durchgelassen, ohne dass er abgeschalten hat, komischerweise. Ne, erst seitdem ich dann die Diode hier vorne mit reingemacht habe, dann hat er auch wirklich bei 4,3 Volt abgeschalten. Also das verstehe ich bis jetzt noch nicht so richtig, warum das dann, also kaputt gegangen ist die ja auch nicht dann, ne? Ich habe es ja nachträglich gemacht, dann hat es funktioniert. Warum das hier so ist. Aber gut. So, seid ihr erstmal im Bilde, wie das gemacht werden kann. Die kleine Platine war als Ladeschaltung drin gewesen in diesem Original-Lithium-Ionen-Charger für 4,30 € oder was der gekostet hat. Na, und da wird normal mit USB befeuert. Na, und da wird er hier einfach eine kleine Ladeabschaltung drauf haben. Ich schätze mal, dass die hier bei 4,2 Volt schon abschalten. Ja, nicht bei 4,3 Volt, sondern bei 4,2 Volt. Gibt ja noch alte Lithium-Akkus, die bei 4,2 Volt abschalten sollten. Ja, aber dass trotzdem so viel mehr Kapazität in den Akku reingeht, nur weil 0,1 Volt später abgeschalten wird, das glaube ich, ist auch ein bisschen dem RMF zu verschulden. Und hier habe ich mir mal nicht nehmen lassen, ein RMF in das Gehäuse reinzubauen. Und jetzt kann ich hier mit normalen USB-Anschluss meine Lithium-Akkus mit RMF laden. Einziger Nachteil, es geht halt nicht ganz so schnell. Ja, am Anfang haut das ungefähr 200 mA in den Akku rein und gegen Ende wird es dann immer weniger. Gegen Ladeschlussspannung hat er dann noch so 20 oder 10 mA und dann dauert es natürlich ewig, wenn er überhaupt richtig voll wird. Also ich habe meinen Test seit 10 Stunden laufen und der Akku ist jetzt bei 4,05 Volt. Mal gucken, wie lang ich noch laufen lassen muss, damit er richtig voll wird. Aber ich vermute, dass man hier bei dem Ding gar keine Ladeabschaltung dann braucht. Ne, dass der bei 4,3 Volt dann vielleicht noch ein Milliampere oder 2 mA dann reinhaut. Ja, gut, das mal als kleine Anregung für euch. Vielleicht haue ich demnächst auch ein paar auf eBay drauf. Na gut, haut die Glocke an, wenn ihr über die nächsten Videos informiert werden wollt und dann werdet ihr das nächste Video, wenn ich es denn mal schaffe, hier ein paar noch zu basteln, wo ich das Video dann zeige, wo es die Links dann gibt, wo man die Dinger erwerben kann. Tja, alles schön und gut, werdet ihr jetzt sagen. Da hat der Typ halt, indem er einen Akku halt mal ein bisschen voller geladen hat, den richtig an die Kotzgrenze gebracht. Aber da wird bestimmt mit der Zeit kaputt gehen, denkt ihr jetzt, ne? Das ist mir natürlich auch durch den Kopf gegangen, wie es dann aussieht, wenn man so einen riesengroßen Akku packt mit ein bisschen mehr Strömen als 200-300 mA, dann wirklich über lange Zeit täglich lädt und entlädt. Und ich habe zum Glück jemanden gefunden, der für mich den Test, der sich getraut hat, für mich den Test zu machen, der den Höllenritt gewagt hat auf dem Lithium-Akku, der ein Jahr lang mit einem RMF-Charger geladen wird. Und hier hört ihr mal den Erfahrungsbericht. Stellt euren Lautsprecher ein bisschen lauter, aber Wahrheiten müssen nicht laut erzählt werden. Ein Jahr ist jetzt rum. Und seit einem Jahr wird dieser 48 Volt Lithium-Ionen-Akku-Pack jetzt mit einem RMF-Charger geladen. Und wie ist denn deine Erfahrung so jetzt in dem Jahr?
Also auf alle Fälle die Ladekabel, also die Ladeleistung hat sich auf alle Fälle nicht verschlechtert. Ich würde sogar sagen, dass sie teilweise ein wenig besser geworden ist. Und an sich funktioniert es auch problemlos. Die Ladezeit ist ein wenig höher als die von dem Original, aber für auch problemlos. Einwandfrei. Also am Anfang war es ja so, dass der Akku dann immer weniger Kapazität bekommen hat mit deinem Originalladegerät. Und dann hast du mir gesagt, probieren wir das mal mit dem REMF Charger. Und definitiv, seit einem Jahr wird's, also die Kapazität hält Positiver, definitiv. Ne? also ich habe Wunderbar. viel benutzt, also Also wie oft lädst du ungefähr im Monat? es kommt auf an, ob Sommer oder Winter natürlich, ne? Hm? Ich sag mal, wenn jetzt Fahrradsaison ist, bestimmt 5, 6, 7 Mal. Krass. Okay. Na gut, mit der Hochrechnung können wir schon ein bisschen was anfangen. Vielen Dank für deinen Test. Okay, ich habe zu danken.